Bist du mit der Eisen schon durch? Fast. Ich muss nur noch zu Kellerwey. Dann bin ich durch. Wie geht's den Händen? Wie man sieht, es geht. Da drunter ist auch was, aber das ist verschmerzbar bei den kleinen Schlägern. Ohne Tape und Schmerzmittel geht's da leider nicht, aber da muss man einfach durch. Das ist Simply Schlägertest, eine Tradition, wieder auferstanden, die es uns erlaubt, am Beginn der Saison alle Innovationen und Neuigkeiten zusammenzupacken und nach Lust und Laune auf Herz und Nieren zu prüfen. Anstrengender Tag heute mit den Eisen, oder? Extrem, aber auch sehr interessant, da doch sehr, sehr viele unterschiedliche Schläger da sind, aber unterm Strich kann ich sagen, trotzdem sich das Ganze immer mehr annähert, gibt es doch wieder Nuancen, wo sie sich unterscheiden, und das ist gerade, sage ich, zu Beginn der Saison eine irrsinnig tolle Erfahrung zu sehen, was neu am Markt kommt. Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass die Qualität durch die Bank extrem hoch ist. Es gibt unheimlich viele extrem gute Produkte. Das muss jetzt nicht heißen, dass alles für jeden toll ist, aber es ist einfach viel sehr durchdachte Features. Also da gibt es einige Modelle, die einfach quasi der Vorgänger weiterentwickelt sind, was die Technologie angeht, aber von der Optik einfach noch viel, viel schöner sind. Die Richtung geht dorthin, dass einfach die Technologie an mega, mega Auswahl bietet, sodass eigentlich jeder etwas findet, wo zu seinem Spielstil das ideale Material kriegt. Bei fast allen Marken habe ich ein, zwei Varianten drin, die wirklich, wirklich top sind. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was jetzt irgendwie, wo gar nichts dabei wäre. Es gibt einfach eine überwiegende Mehrheit an Spielern, die gerne den schmalen Look haben von einem klassischen Eisen. Aber wir wissen alle, dass das nicht für jedermann so viel Spaß macht auf der Runde, weil es einfach nicht so viel verzeiht. Und wenn man diese Kombination haben kann aus einem optisch ansprechenden Eisen mit viel Technologie, die das Spielen einfach leichter macht, dann ist das natürlich eine tolle Sache, und da gibt es echt viele schöne Produkte heuer. Euch als Markenvertreter, wie wichtig ist so ein Schlägertest? Super wichtig. Ich glaube, dass immer wichtiger auch eine gewisse Nachhaltigkeit und Qualität, dass immer wichtiger wird auf jeden Fall, und dass die Leute sich so ein bisschen besinnen und nicht irgendwie alle zwei, drei Jahre neue Schlägersätze kaufen, sondern lieber einmal einen anständigen und den auch eine richtig lange Zeit auch spielen sollten. Wir bewegen uns in eine Zukunft, die spielfreundlich sein muss. Und wir Amateure, wir müssen uns mit dem Material schon ein bisschen helfen dürfen, weil der Sport ist auch so schwer genug. Und darum bleibt das Golf auch sehr, sehr kurzweilig. Itobori. Warum redest du komisch? Keine Ahnung, das muss an der Luft in Italien liegen. Apropos Italien, mit dem Castello di Spezza, einem wunderschönen Golfresort inmitten der friulanischen Weinberge im italienischen Collio, hat der Simply Golf Schlägertest früh in der Saison die optimale Bühne gefunden. Was ist dein Conclusio? Dass ich eigentlich, sage ich, obwohl ich doch im guten Amateurbereich unterwegs bin, vielleicht den Stolz ein bisschen zur Seite räumen sollte und ein bisschen höher ins Regal greifen in Sachen Fehlerverzeihbarkeit. Da gibt es schon mittlerweile Technologien, die wirklich das Spiel unterstützen. Also spielen wir alle die falschen Eisen, wir sind alle zu sehr von uns überzeugt. Das möchte jetzt pauschal nicht urteilen, aber der Golfer an und für sich, man schaut natürlich auch ab und an auf die Optik. Natürlich muss man sich schon auch mit der Optik anfreunden können, aber am Ende, sage ich, gewinnt das Spiel immer der am wenigsten Schläge hat und nicht der, der die schönsten Schläger im Bag hat. Eine Konklusion aus dem Vormittag gezogen, und zwar, dass meine bisherigen Schäfte, die ich in meinen Eisen habe, das sind 115 Gramm schwere Stahlschäfte, deutlich zu schwer sind für mein Spiel. Ich bin jetzt bei 80, 85 Gramm. Das ist übrigens das Ergebnis eines Testvormittags. Sieht aus wie in der Schule, war auch so. Wie sieht man sich durch die ganze Vielzahl an Angeboten? Sich da selber durchzusehen, ist fast ein bisschen viel verlangt, weil das Material im Golfspiel ist doch relativ komplex. Und da
empfehle ich einfach wirklich einen Fitter aufzusuchen und sich optimal beraten zu lassen, zu sehen, was passt mir. Man kann natürlich mit einer Einstellung hingehen und sagen, mir gefällt diese Marke oder mir gefällt dieses Produkt. Dann kann man schauen, ob man das beim Fitting so hinbekommt, dass es dann für den Spieler passt. Oder man geht einfach unvoreingenommen hin und sagt, ich brauche neue Eisen, einen neuen Driver. Meine Prämisse ist, ich wäre gerne länger oder ich wäre gern präziser und finde dann einfach das Produkt, das für den Spieler am besten passt. Die gesammelten Ergebnisse dieses sicherlich subjektiven Tests und die Eindrücke der Tester finden Sie detailliert in den Ausgaben 2 und 3 von Simply Golf. Ein Leitfaden durch die Welt der neuesten Schläger mit allen Informationen, die eine gelungene Golfsaison braucht. Thank you.